Ihr Lieben, 2002 habe ich das erste Mal auf der Hanfparade geredet. Auch da haben wir das schon eingefordert. Und es ist langsam einfach nur noch bitter, dass es immer noch verboten ist. Cannabis hat eigentlich die größte Nebenwirkung, ist dieses Verbot. Es hält noch nicht mal irgendwelche Menschen davon ab, das zu konsumieren. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Wir haben auch nachgewiesen, dass wir überhaupt keinen Jugendschutz mehr haben. Wir haben keinen Verbraucherschutz. Wir wissen nicht, was wir wirklich am Ende konsumieren. Wir finanzieren illegale, mafiöse Strukturen im Hintergrund. Und das alles nur, weil es eine Ideologie gibt, die nicht zuhören will, die nicht auf die Wissenschaft hört. Wir haben zurzeit eine Situation, wo es immer wieder heißt, listen to the science, hört auf die Wissenschaft. Aber es gibt kaum einen Bereich, wo es so viel Verdummung gibt wie in der Drogenpolitik. Das Verbot ist schädlich und deshalb muss es endlich weg. Wir haben schon vor der letzten Periode als Grüne Partei das Cannabiskontrollgesetz eingereicht. Wir müssen einfach jetzt nur noch beschließen. Es bräuchte einfach nur einen Beschluss. Das wäre schon gut. Wir können auch andere Modelle machen. Aber es reicht jetzt endlich. Wir müssen auch nicht mehr länger darüber diskutieren. Wir müssen endlich anfangen, die Wissenschaft ernst zu nehmen und auch die Leute ernst zu nehmen. Wir treiben Leute auch in Krankheiten hinein. Wir treiben Leute in Probleme hinein, weil wir ihnen nicht helfen. Wir haben hier in Berlin das Modellprojekt beantragt. Aber Spahn, der sonst bei Corona sagt, listen to the science, hört auf die Wissenschaft, sagt hier, nein, das will ich nicht. Wir brauchen das hier weiter. Wir müssen jetzt vom Bundesverfassungsgericht klagen, damit wir hier ein Modellprojekt machen können, damit wir mal wissenschaftlich untersuchen können, was es eigentlich ist. Das ist doch ein Quatsch. Das ist einfach nur noch hirnrissig. Wir müssen endlich wissen, was da passiert. Überall gucken wir es nach, aber hier nicht. Das muss sich endlich ändern. Entweder die Legalisierung oder wenn, dann gebt wenigstens Bundesländern die Möglichkeit, dass sie das ausprobieren, dass sie weitergehen und dass sie gucken, was wirklich passiert. Denn es wird nichts Schlimmes passieren. Wir sehen es doch weltweit, in Amerika, in Tschechien, in Holland, in so vielen anderen Ländern, die jetzt vorangehen. Lasst uns das endlich durchsetzen hier auch. Und auch hier in Berlin haben wir die Möglichkeiten, das zu tun. Und das gilt auch für andere Substanzen, nicht nur für Cannabis. Wir werden hier in Berlin noch mit dem Drug-Checking beginnen, damit die Leute, die andere Drogen konsumieren, auch wissen, was drin ist. Denn auch das ist Verbraucherschutz. Man muss mündige Bürger haben, die mündig konsumieren können. Lasst uns also dafür kämpfen. Und ich habe keinen Bock, in drei Jahren wieder dazustehen. Es reicht. Seit 2002, wie gesagt, rede ich hier auf der Hanfparade. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich Neues sagen soll, weil alles schon gesagt ist. Wir müssen es einfach umsetzen. Also, legalize it. Danke. Ja, vielen Dank, Werner Graf. Werner Graf, einst Hanfaktivist, mein Vorgänger beim Hanfjournal. Als Chefredakteur, mittlerweile Landesvorsitzender der Grünen hier. Also man sieht, man kann auch als Kiffer was erreichen. Ja.